Hallo allesamt, hier übersetze ich mal wieder einen Podcast von Inelia Benz, die Episode 89, Der freie Wille und das dritte Auge. Ich habe am Anfang und am Ende vom Original ein bisschen was weggelassen, also ich steige ungefähr bei Minute 10 ein, sonst wäre es zu lang geworden. Und ja, ist jetzt eine Weile her, weil ich viele andere spannende Dinge zwischendurch hatte und ich finde es auch schön so, die Abwechslung, und ich hoffe, bei euch ist es auch so, dass ihr das auch schön findet, wenn mal andere Dinge kommen. Und da stehen noch ganz viele tolle Videos gerade an auch. Und mal gespannt, wann ich zu denen einkomme. Es sind so viele wichtige Dinge gerade. Und ich freue mich schon auf alle. Ja, die beiden, Larry und Inelia, beginnen mit Dr. Thomas Cohen, und ich verlinke den mal unten, weil es ist ein sehr besonderer Arzt, fand ich, als ich das mal ein bisschen erforscht habe, weil Inelia da sehr viel von spricht. Ein anthroposophischer Arzt, der in San Francisco tätig ist, und es gibt auch eine deutsche, ich verlinke jetzt das mal mit einer deutschen Seite, ein Verlag, ein deutscher Verlag, der ihn auch verlegt. Interessante Betrachtungsweisen und hilfreiche Dinge hat er da geschrieben. Und damit beginnen die beiden ihr Gespräch. And I was listening to Dr. Cohen. He said you're supposed to be fighting to make you strong. He said, get something strong like that. Enough that you can't be killed. Also es geht damit los, dass Larry darüber erzählt, dass er was von ihm gelesen hat, und Inelia zitiert ihn und sagt, er rät uns, unsere Aufgabe ist es, stark genug zu werden, damit wir nicht getötet werden können. Also versuch deinen Körper so stark zu kriegen, dass du einfach nicht getötet werden kannst. Und du kannst das machen. Kleine Dinge. Du tust Dinge, die du vorher nicht getan hast, und du... Ja, und machst halt jeden Tag ein bisschen mehr, dass du jeden Tag ein bisschen stärker wirst. Ja? Zum Beispiel, du sagst, du willst 20 Push-Ups machen, aber du kannst noch nicht mal einen machen. Dann sagt er, okay, dann machst du halt einfach einen halben und jeden Tag ein bisschen mehr. Und irgendwann kommst du auf die 20. Well, yeah, that sounds pretty much normal. Was war eine interessante Art, auf die er das gesagt hat? Also dieses als Ziel, ne? Weil wenn in der Außenwelt das Vorhaben herrscht, uns umzubringen, dann ja, werden wir einfach stärker, damit wir nicht getötet werden können. Also anstatt dagegen zu kämpfen, einfach stärker werden. Und Inelia sagt, sie fühlt sich viel, viel stärker, also ihre Gesundheit fühlt sich viel stabiler an heutzutage als früher. Und Larry erzählt, dass es von einem Ausflug, wo es richtig toll geregnet hat, so strömender Regen, und die haben sich die ganzen Regenklamotten angezogen und waren draußen mit den Hunden, und es fühlte sich okay an, die fühlten sich stark und gewappnet. Ja, Larry hat da was Schweres irgendwie getragen und gebaut und sagt, ja, sein Rücken tut ihm zwar jetzt ein bisschen weh, aber er fühlt sich auch stärker an. Und das letzte Mal, als wir über freien Willen gesprochen haben und über die Verletzung, das eventuelle Verletzung des freien Willens auf der Erde, da gab es ein paar interessante Fragen im Telegram-Kanal. Und es hat jemand gefragt, also vielleicht war es auch in Walk With Me Now und nicht im Telegram-Kanal, aber einer der Leute hat gefragt, also die haben dort gesagt, dass ich jeden Tag den Planeten abscanne darauf, ob freier Wille verletzt wurde und warum. Won't we know? Why do you have to look at it, right? Warum musste da drauf schauen? Und das war eine interessante Frage, fand ich, denn ich dachte, okay, warum tue ich das? Also einer der Gründe, also für
ganz persönlicher Grund, warum ich das mache, weil ich das spannend finde. Ich bin da neugierig. Denn die Konsequenz, wenn das passiert, also es gibt ja Konsequenzen, wenn das passiert, aber die ist ja nicht sofort spürbar und sichtbar. Na, es ist wie bei so einem großen Schiff. Wenn du so ein großes Schiff fährst, dann kannst du auch, dann drehst du das Steuerrad und 5 Minuten später dreht sich das Schiff erst. Und so ist das ja dabei auch. Und deswegen bin ich da halt neugierig, das zu sehen, wenn es passiert, bevor wir erst viel später die Auswirkungen dessen erleben würden. Und ich war ja überrascht und fast schockiert, dass das tatsächlich nicht der Fall war bisher. Also es gab keine Verletzung des freien Willens. Und wir haben dann so ein bisschen diskutiert bei Walk With Me Now darüber, wollen wir denn tatsächlich, dass das passiert? Und Larry dachte, hatte den Eindruck, dass es eine Verletzung eines freien Willens gab. Und zwar bei den Aborigines in Australien, dass die ja gezwungen wurden und werden, dass die tatsächlich gezwungen werden, sich die Injektion geben zu lassen, beziehungsweise weggebracht werden, wenn sie das nicht tun. Aber ich habe... Also Larry sagt, er hat drauf geschaut und er dachte, also wenn das wirklich jemand getan hätte oder tun würde, dann würde das, sähe das wirklich so aus wie die Verletzung des freien Willens. Ja, es sei denn, sie spielen ganz gezielt dieses Opfer-Täter-Spiel, auch die Opfer dann. No, don't do it, don't do it. Ja, genau, der Punkt ist, sagt Inelia, dass es ja vielleicht so war, dass sie da geblieben sind, obwohl sie die Chance gehabt hätten zu gehen, weil sie ja wussten, dass das kommt. Aber als ich da reingegangen bin, sagt Larry, da war irgendwie fühlt sich das so an, als wäre das nicht wirklich so passiert, wie es da gesagt wird. Als wäre da irgendwie ein bisschen was anders passiert, als gesagt. Ja, als wäre das so ein bisschen missverständlich repräsentiert worden. So als würden die Menschen, die da wirklich niedergehalten wurden, um da eine Spritze verpasst zu kriegen, als würden die irgendeine Rolle spielen. Oh yeah, that's definitely a violation. I got more along the lines of, oh, there was no violation there, no matter what it looks like or it's said. Also egal wie es aussah, es gab nicht wirklich eine Verletzung des freien Willens, so wie ich das gespürt habe, weil das inszeniert war auf eine Art. Because I didn't say any of that. I just said, honey, I'm pretty sure there's free will violation. I mean, what? I mean, hold you down and inject you. That is the pure definition of against your free will, right, isn't it? Ich meine, jemanden niederzuhalten mit Gewalt und ihm eine Injektion zu verpassen, das ist ja fast wie die Definition von Verletzung des freien Willens. So auf den Anschein. Wie kann das nicht sein? Und die Nele sagt, ja, ich bin da reingegangen und was ich da gesehen habe, ist, dass das tatsächlich nicht genauso passiert ist. Was ich gesehen habe, ist, dass diesem Individuum verschiedene Dinge zur Auswahl gestellt wurden, schon eine ganze Weile lang. Und stell dir vor, jemand sagt zu dir, also wir kommen zu deinem Haus Dienstagnachmittag und wir würden dir dann so eine Spritze aufzwingen, wenn du bisher noch keine gehabt hast. Und sagen wir mal, es ist Freitag. Also, was machst du? Bleibst du? Hängst du da rum und bist einfach da, wenn die kommen Dienstagnachmittag? Oder was machst du in einem Land, wo du keine Waffen hast oder irgendwas, wo du dich mit verteidigen kannst?
Oder bist du einfach, gehst du einfach weg und fährst dein Boot spazieren oder dein Auto? Also sei einfach nicht zu Hause. Request by one or several tribes or aboriginal people in Australia. Und dann habe ich nochmal mir eine Forderung angeguckt, angehört von einem Stamm von Aborigines in Australien. Not just aborigine from Australia, but also from Ireland and Scotland. Und da waren wohl, also ich habe auch in dem Bericht gesehen, es waren nicht nur Aborigines aus Australien, sondern auch von Irland und Schottland. Und die haben gesagt, dass die Welt wissen muss, dass wir hier unterdrückt werden und dass wir gezwungen werden, diese Spritzen zu bekommen. Und dann haben sie gesagt, also, dass sie uns und dir das staatliche Geld weggenommen haben oder wegnehmen würden und uns zwingen würden, da wegzugehen, wenn wir das nicht tun. Oder in Quarantäne kommen würden. Also manche von ihnen wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Einige. Andere sind in Quarantäne gekommen und wieder andere wurden daran gehindert, ihr Zuhause zu verlassen. Also es waren ganz viele verschiedene Situationen dort. Also da war niemand, der sie festgehalten hat und sie niedergedrückt hat und ihnen da irgendwas injiziert hat. Also sie haben nicht so etwas gesagt, aber auf einem seelischen Ebene ist es, wie es sich anfühlt, aber es ist immer noch eine Wahl. Der jeweilige Mensch hätte immer noch sagen müssen, ja, okay, und die Zustimmung geben müssen. Und Larry sagte auch noch, dass die wohl $500 oder sowas versprochen bekommen haben, wenn sie es tun. Das ist ja unglaublich. So that is a really, really important point. Also, dass sie einfach sagen, okay, sie mussten das tun. Und die Nina sagt, nee, aber das ist genau der wichtige Punkt an der Sache. Und das ist der Grund, warum ich, als ich da reingespürt habe, dass es nicht wirklich eine Verletzung des freien Willens war. Und es fühlte sich nicht komplett richtig an, was sie gesagt haben, dass sie gezwungen wurden zu etwas. Denn sie hatten ja viel Warnung vorher. Also wenn du an dem Ort bleibst oder zu dem Ort hingehst, wo das angekündigt wurde, dann ist das ja wie ein Ja. Manchmal passiert die Verletzung des freien Willens auch durch Auslassung von Informationen. Ne? Also wenn du, sagen wir mal, genau, zu Hause bist und nicht weißt, dass da einer kommt und dann einer kommt, dann kannst du ja nichts machen, dann hast du nicht die Wahl. Na, aber wenn die Ansage machen, jeder in dem Dorf wird Dienstagnachmittag diese Spritze bekommen, während wenn du dann nicht gehst, wenn du den Ort nicht verlässt, dann ja, stimmst du damit zu. Und ich habe auch schon in 2019 darüber gesprochen, dass es Orte auf der Welt geben wird, wo die Menschen gezwungen werden, tatsächlich gezwungen werden. And in those situations, they have had months and months, a year and a half of warning. Und in diesen Fällen, da hatten die Menschen tatsächlich viele Monate, also anderthalb Jahre sogar, als eine Warnung zuvor. Also die konnten wissen, was diese Länder da vorhaben und das Land rechtzeitig verlassen. Und ich habe schon Menschen aus Plätzen, von Orten wegkommen sehen, wo andere gesagt haben, es ist unmöglich, hier wegzukommen. Und sie haben es einfach getan. Also wenn diese Entscheidung von dir aus einer
von der Ebene deines höheren Selbst aus getroffen wurde, nicht diesen Weg zu nehmen, also den Weg der Angst und deinem Körper Schaden zuzuführen, wenn du diese Entscheidung also triffst aus deinem höheren Selbst heraus, dann wirst du Unterstützung erfahren von allen Seiten, vom menschlichen Kollektiv, vom Bewusstsein der Erde, von deiner gesamten Umgebung, dass du diese Entscheidung durchführen kannst. Und dann werden sich Wege zeigen, wie du diese Entscheidung durchführen kannst. Wow, das finde ich, jetzt mache ich kurz gerade mal einen Cut, weil ich das so eine unglaublich wichtige Aussage finde, die wir, glaube ich, viele von uns noch nicht so ganz richtig erfassen. Ich beginne auch immer wieder neu damit gefühlt. Also ich habe es schon oft festgestellt, aber es ist schon nochmal ein Weg, das wirklich so komplett bis ins tiefste Innere zu verinnerlichen. Und sich manchmal kostet es uns Mut, so eine Entscheidung zu treffen, ne? Weil irgendwas in uns denkt, oh nein, das schaffen wir ja gar nicht. Aber es ist ja umgekehrt, wenn wir die Entscheidung treffen, kreieren wir uns die Macht und die Kraft und die Möglichkeiten, die auch durchzuführen. Spannend. Right, exactly. And I mean, I guess the question people get, I would get, is... Ja, genau. Und ich denke mal, die Frage... Die Frage, die sich vielleicht manche Leute stellen, also ich zumindest würde mir die stellen, dass wenn das so ein Ort wäre, den ich verlassen sollte, woher weiß ich das? Und die Nilia sagt, ja, du wirst es einfach wissen. What card did I get, honey? Remember? Third eye. Oh yeah, what we're gonna do. We're gonna have a little focus on third eye. Yes. Well, we asked the question of the high frequency collective. Also wir haben das Kartendeck befragt, wir haben die Karten befragt, und zwar das hochschwingende Kollektiv haben wir gefragt. Und da ging es ums dritte Auge. Also nicht, wir haben nicht nur das menschliche hochschwingende Kollektiv gefragt, sondern alle hochschwingenden Kollektive. In the Metaverse? I don't know, but Metaverse is the... Oh, right. Also Larry fragt im Metaverse, aber nee, das meinten wir nicht. Das ist ja das andere mit der Computerwelt. The Multiverse. Wir meinten das Multiversum. Also alle hochschwingenden Kollektive im gesamten Multiversum. You asked me, what would you like to ask? What would you like to ask? And I said, und I want to ask, ich wollte die Frage stellen, welchen Ratschlag hat das hochschwingende Kollektiv für die Menschen der Erde? For me to, you know, send that message forward. I mean, what do they want to give the human collective as advice? Also was möchte das hochschwingende Kollektiv dem menschlichen Kollektiv als Rat weitergeben durch mich? Die Frage habe ich gestellt. I think that it's important to understand the way you ask. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, wie du diese Frage gestellt hast. Also ich habe die so verstanden, dass, also welche Dinge muss das menschliche Kollektiv lernen jetzt? Also im Jahr 2022, was haben wir zu lernen? Und die Antwort? Die Antwort lautete die Aktivierung des dritten Auges. Und deswegen die Frage an Inelia von Larry, was meint das für dich? Also was bedeutet das, diese Aktivierung des dritten Auges? Also für mich bedeutet das einfach die Expansion unseres Gewahrseins, also das, die Erweiterung, das Größerwerden unseres Gewahrseins. Also in der Lage zu sein, wirklich klar zu sehen, Dinge klar zu erkennen. Also deinen inneren Anstupsern zu folgen. Right.
Also, dass du in der Lage bist, da reinzugehen in dein höheres Gewahrsein und ganz klare Antworten zu bekommen, ja oder nein. And, we were talking about it, creating a salve. Und wir haben darüber gesprochen. Also wir haben darüber gesprochen, so einen Ort, ich habe das nicht ganz verstanden, a cell, to create a cell, also eine Zelle, einen Raum zu kreieren für diese Aufgabe. Also das dritte Auge ist zwischen deinen Augenbrauen, also auf der Höhe, aber innen weiter im Kopf. Und obwohl es ja kein Auge in dem Sinne ist, im visuellen Sinne kreiert es aber Bilder in dir. Also es ist wie so ein Input und es hilft deinem Gehirn, diese Bilder dann zu erzeugen. Also wie so ein optisches Input. What do you think about the salve idea? Something to rub on your third eye, you think that'd be a good thing? I think it would be lovely, yes. Also ich denke, das wäre eine super gute Idee, das zu kreieren. Und wenn wir das schaffen, dann lassen wir die anderen wissen. No, because it'll be a thing to use. To wake up your third eye if it isn't already awake. Give it a good rub. Is there anything they can do now? Also gibt es irgendwas, was die Menschen jetzt schon tun können, um das so ein bisschen zu aktivieren, yeah, well, wenn es noch nicht passiert ist? In our mystical class we have some mystical students. I taught, ja, in unserer Mystikklasse, in unserem Mystikkurs gibt es ein paar Dinge. Wir haben da auch ein paar mystische Menschen und da gibt es ein paar Elixiere, die man kreieren kann. Und du kannst, es gibt alles, für das du irgendein Elixier kreieren kannst. Und wir haben so ein Elixier kreiert. Und wir haben das mit ätherischen Ölen und Kristallen. Und dann führst du das da auf, da wo dein drittes Auge ist, also außen an der Stelle zwischen den Augenbrauen und reibst es so ein bisschen ein. Und es ist gut, es fühlt sich gut an. Ich habe das öfter benutzt, morgens, abends, und es ist gut, fühlt sich gut an. Und wäre es nicht gut, das den Leuten beizubringen, sowas zu machen oder es zu verkaufen, also das so als Produkt zu machen, dass man es verkaufen kann? Und Inelia sagt, ja, können wir beides machen. And I like the solid part, you know, because it's easier to mail those. Oh yeah, definitely. So we'll look into that and we'll actually film how to make it. We'll put it on. Und wir werden ein Video machen, wie wir das herstellen und es auf den Kanal stellen. Und wenn du nicht es selber machen willst, kannst du es auch bestellen, aber es ist ziemlich teuer. The world, you know. But also it's, you know, made by us. Aber es ist ja auch, wir machen es ja auch. I was excited to see that because I've always wanted to have my third eye activated. Ja, ich fand es ganz spannend, sagt Larry, weil ich hätte gerne mein drittes Auge aktiviert. So that's the part of firewalls, and also you say you want something, but then you have a tool to get it, but you actually don't even use the tool. Und Inia sagt, das ist jetzt ein super Beispiel für Firewalls, weil sie hat Larry gefragt, ob er es jeden Tag benutzt, dieses Öl, dieses Elixier, und er hat gesagt, nein. Und dann hat sie gesagt, das ist dann ganz sicher eine Firewall, weil wenn wir etwas gerne wollen und haben die Möglichkeit, das zu tun und haben die Werkzeuge dafür und benutzen sie nicht, dann ist da eine Blockade, ein Firewall zugange. Aber warum machen die Menschen das? Sie tun das alle Nase lang, sagt Inelia, und Larry fragt, warum? Und Inelia sagt, ja, sag du uns, warum? Ja, unsere Begrenzung vielleicht. Ja, sagt Inelia. Also einige unserer Begrenzungen sind nicht bewusst da. Und wir haben ja schon über die Begrenzung und über Geld oft vorher schon gesprochen. Und über Gesundheit.
Und wir begrenzen unsere Gesundheit, unseren Geldfluss ständig, ne? Und es gibt bei mir auch einen Kurs, Begrenzungen und warum du sie selber kreierst, im Shop zu finden. Ja, das ist ein guter Kurs. Limitations and why you create them. Right. So you might think, well, I want $1 billion or whatever. Also vielleicht denkst du, ja, ich hätte gerne eine Milliarde Dollar und du hast die aber nicht. Und warum hast du die nicht? Warum begrenzt du dich selbst? Und die Antworten, die wir bekommen, wenn wir da reingehen, liefern ziemlich gute Einsichten. Sehr gute Einsichten. Manchmal sind es Programme, die wir einfach von anderen Menschen aus unserer Umgebung angenommen haben. Ja, oder wir haben eigene Glaubenssätze, wenn man viel Geld hat, dann wird man böse und schlecht. Und so funktioniert das. Obwohl das natürlich wirklich nur ein Glaubenssatz ist, weil das muss natürlich nicht wirklich stimmen. Wenn du nämlich ein hochschwingendes Individuum bist, kannst du ja gute Dinge mit dem Geld machen. Also, mir wurde als Kind immer gesagt, du möchtest keine reiche Frau sein, denn wird dich nämlich keiner lieben für das, was du bist, sondern die wollen alle nur dein Geld. Und das wurde mir beigebracht. Ich weiß nicht, hat mich das begrenzt? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht genau. Wollte ich für mich selbst geliebt werden und nicht für mein Geld? Ich weiß es nicht. Ja, also du kannst ja sein, dass du dich sabotiert hast, dass du nicht viel Geld verdient hast, damit du nicht dieses Problem bekommst. Ja, vielleicht. Ja, es ist interessant, sagt Larry, das sind so Dinge, von denen kann man sich gar nicht vorstellen, dass die irgendeine Wirkung haben, und doch orchestrieren wir solche Dinge, die uns selbst sabotieren. Ich meine, unser Ziel hier, also hier zu sein, ist ja auf eine Art, uns diesen Begrenzungen auszuliefern. Es ist ja eine große Begrenzung, wie die Art, wie wir hier sind auf der Erde im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich können. Oh ja, sagt Enelia, auf jede einzelne Art eine begrenzte Erfahrung. Eine begrenzende Erfahrung. Ja, diese physische Welt, die ist halt nicht omnipotent. Ja. Genau, du hättest das ganze Spiel kaputt gemacht, wenn du als Mensch hier auf der Erde gelandet wärst und diese Begrenzungen alle nicht gehabt hättest und wirklich so omnipotent wärst, wie du vielleicht eigentlich wärst. And then you'd be like, why would I stay here and do that? Coming here is for this, not for that. Right, exactly. When you think about it that way, then it starts to make more sense. Mm-hmm. So there's limitations. Ja, wenn man da näher reinguckt, dann ergibt es irgendwie immer mehr Sinn. And then orchestrating a believable story to get out of those limitations. Genau, und dann ist es halt wichtig, wenn wir das einmal verstanden haben, wieder etwas zu kreieren, damit wir da rauskommen. Also warum würde ich ein Set mir kaufen zur Aktivierung des dritten Auges und es dann nicht benutzen? Still saying you want one, and you let's make one. And you made one already. I'm so excited about the idea. Oh, I know why. You already have it. I know why. Ja, und du hast ja sogar noch gesagt, lass uns doch eins machen, und du hast ja sogar schon eins. Want it in a little soapstone. Yeah, and then you won't use either. With the beeswaxy inside, yes. Where you rub it and it gets warm and a little bit inside your finger, and then you rub it on your third eye. Uh-huh. And then you won't use it either. You won't use it either. Why?
So you look at the why. Why do you want also du guckst, auf das, jetzt gucken wir auf das Warum. Warum möchtest du dein drittes Auge aktivieren? Because. What? You have to have a strong why. Oh. Also du brauchst ein starkes Warum. I don't want to. Why? Because they don't know what's happening. Ich möchte es eigentlich gar nicht, merke ich gerade, weil und ihn hier fragt, warum? Und Larry sagt, weil ich nicht weiß, was dann passiert. They'll know what's happening. Yeah. Willst du wissen, what's happening? Willst du wissen, was passiert? Du willst nicht wissen, was passiert? I do sometimes. I want it to be like, I have an eye that opens when I want to see and closes back down. Also, was ich gerne möchte, ist, dass ich das habe und dass ich es öffnen kann, wenn ich es will, aber dass ich es auch wieder schließen kann, wenn ich es gerade nicht will. Also, ich will so einen kleinen Blick nehmen und dann, ah, okay, und dann ist es wieder schließen. Also, ich will noch nicht wissen, was um die Ecke ist, bevor ich selber um die Ecke gegangen bin. Das ist eine sehr interessante Begrenzung. Das ist eine sehr interessante Begrenzung, weil du denkst, dass wenn du dein drittes Auge dann endlich öffnen kannst, dass du es dann nicht mehr wieder zumachen kannst. Ja, genau. Obwohl du ja visuelle Dinge schon an- und abschalten kannst. Aber ich meine, vielleicht hattest du ja so eine Erfahrung in der Vergangenheit, an die du dich nicht mehr erinnerst, wo du irgendwas, sowas nicht abschalten konntest. Wer weiß. Und das ist natürlich auch eine Begrenzung. Also als ich ein Teenager war, da hatte ich, das war eine schreckliche Zeit, weil ich konnte von allen Menschen um mich herum die Gedanken so laut in meinem Kopf hören. Das war schrecklich. Es war laut und es ging die ganze Zeit. Und es hat mich echt total gestresst. Und ich war bei ein paar Freunden zu Hause. Und ich war, das war mein Freund damals, und dann sind wir in die Küche und der Vater von ihm hat Frühstück gemacht für alle. Und es war eine große Familie. Und es war so eine große Familie, dass sie zwei Herde hatten in der Küche. Und er hat Würstchen und Schinken gegrillt und Eier. Und es war fünf Toaster. Es war wirklich eine große Familie. Und wenn du da aufgewacht bist, dann stieg dir gleich dieser Frühstücksgeruch in die Nase und du wusstest, es war jetzt Zeit zum Aufstehen. Und dann bin ich da runtergegangen in die Küche und ich bin da runtergegangen in die Küche und ich war echt überwältigt von den ganzen vielen Gedanken von allen, die schon da waren. Und ich, er guckte mich an und ich schaute ihn an und er hat zu mir gesagt, weißt du, das muss nicht sein. Und ich habe zu ihm gesagt, was meinst du? Und er hat gesagt, du musst nicht alles hören. Und ich habe gar nicht verstanden, warum er das wusste. Und er hat mir erzählt, ich habe das auch. Und alles, was du tun musst, ist, stell dir einfach so einen Regler vor. Und du kannst den Regler einfach ganz nach unten stellen. Und du kannst es bestimmen, dass dieser Regler das Volumen kontrolliert und du kannst bestimmen, auf welches Volumen du den Regler stellst. Und du kannst ihn einfach runterstellen und wenn du was hören willst, kannst du ihn einfach wieder hochstellen. Das ist ganz simpel. Und ich habe das wirklich ausprobiert und es funktioniert und ich dachte, wow, das ist ja unglaublich. Und ich habe ihn gar nicht gefragt, aber ein andermal, als ich wieder dort war und da runterkam, habe ich ihn gefragt. Und da hat er mich wieder angeschaut und gesagt, du hast es noch nicht gemacht.
was because I'd seen the future. I used to remember the future a lot. Und es war, weil ich habe die in die Zukunft geschaut. Ich habe damals sehr viel in die Zukunft geschaut. And, there was a situation that I remembered, und es gab eine Situation, an die ich mich erinnert habe. Und es war eine sehr unschöne Situation. Und ich dachte, dass ich diese Situation herbeigeführt hatte. No. Yeah, like by seeing that by seeing it brings vision, it. Yeah, like that premonition, you see it and you think, I was like, what, 15? Also ich war 15 oder so und das, ja, manchmal ist das halt so. Du siehst etwas passieren und wenn es dann wirklich passiert, also du siehst es in der Zukunft und wenn es dann wirklich passiert, hast du irgendwie das Gefühl, du bist schuld daran. Also ich wusste nicht genau, was da los war. Und er sagte dann aber zu mir, also du weißt doch, dass du das nicht verursacht hast damals. Ich habe gar nichts gesagt, ich bin einfach reingegangen und er hat dann zu mir gesagt, du weißt, dass du das nicht verursacht hast, oder? Und ich habe gesagt, bist du sicher? Und er hat gesagt, ich bin mir 100% sicher. Und dann habe ich ihn gefragt, aber wie kannst du so sicher sein? Und dann hat er gesagt, ich bin so sicher, weil es das ist, was auch mir passiert ist. Und ich habe dann viel darüber gelernt und habe auch einen Lehrer gefunden und der hat mir auch etwas dazu beigebracht. Und er hat es bewiesen. Und er hat mir das wirklich überzeugend beigebracht, dass es eben Dinge gibt, die ich sehen kann oder die Menschen wie wir sehen können. Und wir sehen das aber nur, wir führen die nicht herbei. Und das war eine gute Einsicht für mich. Und er hat gesagt, du musst das lernen jetzt, weil wenn du es nicht lernst, dann endest du vielleicht so wie ich. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, wieso, was stimmt denn da nicht mit dir? Und er sagte, naja, ich sag dir, was passiert ist. Also, ich konnte das damals nicht abstellen und so bin ich Alkoholiker geworden. Und ich habe mich dazu entschlossen, mich zu Tode zu trinken. Denn ich hatte keine Fluchtmöglichkeit, also keine gesehen. Ich konnte das einfach alles nicht aushalten. Ich fühlte mich ständig schuldig und konnte das nicht abstellen. Also habe ich einfach Alkohol getrunken. Denn wenn ich Alkohol getrunken habe und betrunken war, konnte ich das alles nicht sehen und konnte nichts fühlen. Und ich war was in den 20ern und habe getrunken und getrunken. Und eines Tages habe ich so viel getrunken, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und ich bin da aufgewacht. Und meine Leber war ganz stark vergrößert. Also meine Leber war dreimal so groß, wie sie eigentlich sein sollte. Richtig schlimm. Und das hätte mich ganz bald getötet. Und dann ist er da rein und der Doktor hat zu ihm gesagt, okay, also ich habe hier viel zu tun in diesem Krankenhaus. Ich habe viele Patienten. Und ich kann das operieren. Und ich könnte 2/3 deiner Leber ungefähr entfernen. Wenn ich das tue, dann es könnte auch sein, dass du das nicht überlebst. Aber es würde viele Ressourcen hier von diesem Krankenhaus verbrauchen. Also ist es das überhaupt wert? Würdest du denn danach aufhören zu trinken, wenn du das überlebst? Und er hat gesagt, nein. Und der Doktor hat gesagt, okay, dann geh. Und sie haben ihn entlassen. Und er starb. Aber dann wachte er wieder auf. Er wachte auf. Und wurde sich darüber klar, dass er einen Fehler gemacht hat. Und er ging da wieder raus.
Also das war schon das Leichenschauhaus, in dem er da wieder aufgewacht war. Und er kam dann natürlich wieder raus. He got himself back to the ward in the hospital. Und er hat sich wieder zurückgeschleppt in dieses Krankenhaus, zu dem Pförtner da. Hospital morgue. Did he have a toe tag? Yes, he had everything. He got back. Also in die Leichenhalle vom Krankenhaus ging er zurück und Larry hat gefragt, ob er schon diesen Zettel am C hatte und ja, hatte er alles. Und dann haben die den da langlaufen sehen und sind irgendwie in Panik geraten und haben ihn in sein Bett gebracht und der Doktor ist zurückgekommen und hat gesagt, okay, was machen wir jetzt mit dir? I'm gonna stop drinking. Yeah. Und dann hat er gesagt, ja, also ich werde aufhören zu trinken. Okay, so then they used all resources. Und dann haben sie diese ganzen, alles benutzt, was sie benutzen mussten und haben diese Operation mit ihm gemacht und ihm 2/3 seiner Leber entfernt. Und er kam dann wieder raus, er hat es überlebt und er hat nie wieder einen Tropfen getrunken. Und er hat auch keine Drogen oder sowas genommen. Und stattdessen hat er einen schamanischen Lehrer gefunden. Denn er kam selber aus Chile und er hat viel gelernt. Also er hat gelernt, dass er nicht derjenige ist, der das verursacht, was er da sieht. Er hat gelernt, den Regler zu betätigen und das Volumen runterzudrehen. Und all diese Dinge. Er hat viel gelernt. Also er hat gelernt, Energie zu channeln durch Kunst und Skulpturen und all diese Dinge. Und dann hat er geheiratet und hatte ungefähr 12 Kinder. Ja, also wenn du sehen kannst, dann weißt du, es ist nicht so, dass du es nicht ausschalten kannst. Du hast die Fähigkeit, das wieder auszuschalten. Wenn du etwas nicht sehen willst, kannst du es runterdrehen oder ausschalten. Du hast die Kontrolle darüber. Du hast die Kontrolle über dein drittes Auge auch. Ja, ein bisschen habe ich es ja auch probiert, sagt Larry. Ich habe schon von diesem dritten Auge-Aktivator schon ein bisschen was aufgetragen. Und Inia fragt, ob es schon gewirkt hat. Und Larry sagt, ja, nach Australien hat er so ein bisschen reingespürt und es ausprobiert. Und ich dachte so darüber nach und warum ich das nicht jeden Tag anwende. Und es war schon sehr erhellend jetzt, dass das aufgetaucht ist. Warum? Denn das war der Grund. Ja, und ich verstehe jetzt, dass ich es ausschalten kann und dass activated nur heißt, also aktiviert heißt nur, dass ich es benutzen kann, aber nicht muss. Ich denke, viele von uns laufen rum komplett mit ihren Augen geschlossen. Also dein drittes Auge offen zu haben, heißt nicht, dass es immer offen sein muss. Okay. Ja, das wird eine wunderbare Welt, wenn ich mir die vorstelle, wenn Millionen von Menschen ihr drittes Auge aktiviert haben. Ja, das wäre echt cool, sagt Inelia. Es wäre nicht mehr so einfach, die Menschen zu manipulieren. Es sei denn, sie wollen es. Ja, genau. Genau. Ja, es ist schon wert, daran zu arbeiten. Ja, die Aktivierung des dritten Auges. Ja, das ist, was der High Frequency Collective gesagt hat, wir sollten das Human Collective tun. Ja, das war es also, was das hochschwingende Kollektiv
als Antwort uns gegeben hat, was wir als menschliches Kollektiv jetzt zu tun haben. Und hiermit ende ich den Podcast von Inelia. Und spannend, sehr, sehr spannend. Es ergibt total Sinn für mich, diese Antwort mit dem dritten Auge. Ja, es wird Zeit, ne, dass wir unsere Fähigkeiten aktivieren. Und wenn ich da so reinspüre, kommt es mir plötzlich auch gar nicht mehr so unglaublich vor oder so schwierig zu tun, sondern ja, es ist einfach der ganz natürliche, selbstverständliche nächste Schritt, der zu tun ist. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie, aber das macht mir irgendwie gar nichts mehr aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie fühlt sich das ganz natürlich an, dass das kommt, dass das alles passiert und dass wir, wenn wir dafür offen sind und diese klare Intention haben und diese Entscheidung treffen, dass diese Fähigkeiten dann alle auftauchen und wir die entwickeln. Also jetzt nicht einfach so plöpp auftauchen, sondern dass wir die entwickeln können und unsere Begrenzungen verlieren, die uns daran hindern, die zu bekommen. Und so wie ich das empfinde und auch astrologisch das alles verstanden habe, gab es nie eine Zeit, die so gut geeignet dafür ist, wie jetzt diese alten Begrenzungen und Glaubenssätze loszuwerden und zurückzulassen und uns wirklich auf diesen neuen Weg zu machen. Ich danke euch.